Ja, hoi meine Freunde von heute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Weiter durch die K-Level. Wir haben im letzten Part zwei K-Level gemacht, das ist jetzt nicht viel, aber hey, ne? In manch anderen Parts war unser Fortschritt viel minimalistischer und nun gibt es die Pendel-Paranoia. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchten wir heute mal wieder mindestens zwei K-Level schaffen und das hoffen wir, schaffen wir auch. Kriegen auf jeden Fall wieder einen Begleiter. Und Leute, wir haben... Oh mein Gott, wir haben Boden. Oh mein Gott, wir haben... Das wird so angenehm sein, ne? Leute, das wird so dermaßen angenehm sein. Okay. Das ist so angenehm gerade, ne? Wir haben keine Hetzjagd. Okay, das ist böse. Keine Hetzjagd, aber trotzdem gefährliche Sprünge. Ich darf nicht einfach so reingehen, das ist immerhin hier ein K-Level. Für die Leute, die es nicht wissen, das K steht für, kannst du dich mal kreuzweise. Das war meines Erachtens gerade ziemlich unnötig, was ich da gemacht habe, aber hey. Hier gestorben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vermisse ich die ersten Puzzleteile eigentlich gerade. Denn bisher habe ich noch keins gesehen. Da ist eins. Sehr schön. Das erste Puzzleteil überhaupt. Okay. Ich hab getroffen. Ist da links ein Secret? Das war verdammt tricky. Aber da links war echt ein Secret. Oh. Das war schräg. Das war... Okay, aber links war ein Secret und das habe ich gefunden. Und das war für mich gerade extrem wichtig, muss ich zugeben. Machen wieder so welche Faxen, die gar nicht sein müssen. Dann erkannte, das war auch dermaßen unnötig. Das war knapp. Aber das Level gefällt mir schon mal. Es ist nicht so anstrengend wie das andere Level. Dass ich dran vielleicht dran erinnern kann. So. Gut, da ist extrem viel Strom. Was? Ist da irgendwas? Da ist nichts, okay. Ich hoffe mal, da ist auch nichts. Schon wieder so ein Minispiel. Ich hoffe, da kommt schon wieder so ein. Na, da kommen mal Bananen raus. Fällt mir eigentlich mal gerade ein. Boah, das machen wir jetzt einfach mal zum Vorteil jetzt hier. Wir werden das eh nicht mehr häufig einsetzen können. Nein, ich will ein Puzzleteil haben. Aua. Da haben wir übrigens den Treffer kassiert, den ich gerade meinte. Minispiel. Nee, das ist eine Banane, okay. Okay. Münze. Okay, die Eule können wir ja oft benutzen, wie wir wollen, wie wir lustig sind. Die interessiert das ja kein bisschen. Na, während die sich das schon interessiert, für wie lange wir uns da drauf befinden. Oh mein Gott! Das kam unerwartet.
Das ist nicht dein Ernst, oder? Das Spiel dachte, wir nehmen uns natürlich... Haben wir alle schon? Wir haben alle Puzzleteile schon. Das Spiel dachte natürlich, wir nehmen uns den, den hier unpraktischsten Affen. Nämlich dem lieben Cranky Kong, aber... Oh. War ich ein bisschen zu langsam. Gut. Diesmal haben wir den großen Vorteil, wir brauchen uns um nichts mehr Sorgen zu machen. Das Level ist eigentlich schon so gut wie abgeschlossen. Nur mal, es ist aber tausendmal angenehmer als das alte Level. Das muss ich, die anderen beiden Level. Das muss ich echt mal kurz zugeben. Ja, es ist tausendmal angenehmer. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, einmal hier drauf. Ah, diese Passage ist ein bisschen nervig. Aber die hat eigentlich auch keine großen Probleme. Das ist cool. Das gefällt mir. Ein Kontrollpunkt wäre cool, aber... Okay, das war dumm. Aber hier gibt es ein Herzteil. Ein Herzteil, sage ich schon. Eins, was ich nicht brauche, weil ich einfach viel zu hastig bin. Autsch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh. So, hier nicht irritieren lassen. Der fliegt unten lang. So. Bitte, Schicksal, gib mir Energie. Wäre so glücklich, wenn du mir Energie geben würdest. Eine Münze, okay. Damit lässt sich eigentlich kein bisschen leben, weil wir haben das Maximum schon erreicht in dem Fall. Ende? Oh Gott, noch lange nicht Ende. Okay, damit habe ich jetzt kein bisschen gerechnet. Ich dachte, die gehen sich um 180 Grad wieder. Na, das Ende war wohl doch noch nicht da. Ja, stimmt, 999 ist das Maximum. Gut, das Level ist zwar angenehmer, muss ich echt zugeben, aber... Oh mein Gott, das kommt mir jetzt in den Gedanken erst. Und das Beste ist, da rechts ist auch noch ein Herz aufgetaucht. Oh mein Gott, wir sind vollkommen equipped. Okay, jetzt soll unser Spiel mal sagen, von wegen, dass wir zu viele Treffer kassieren. Wir können 8-mal getroffen werden und dann ist das Ende. Oder wir fallen einfach in den Abgrund, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kein Empfehlenswert natürlich in dem Fall. Aber man weiß ja nie. Aber man muss echt zugeben, also das Level ist angenehmer. Vom Schwierigkeitsgrad her ist das definitiv einfacher. Es ist nur verdammt viel größer, das ist das große Problem. Ist doch egal. Ist kein Problem für uns. Etwas von Problemen gesagt. Oh mein Gott. Das Kalibre hat gerade so an Schwierigkeitsgrad verloren, was so Treffer... technisch möglich ist. Ja, definitiv. Abgrundtechnisch aber spiele ich katastrophal. Also das war jetzt dermaßen unnötig von mir. Gebe ich gerne zu. Das gebe ich gerne zu. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Wir haben echt so viele Bananen eingesammelt, dass wir es einfach nochmal machen können. Du
Kein Problem. Mach ich gerne nochmal. Aber das Level will ich langsam mal beenden, weil, bin mal ehrlich, wir wollen auch das nächste Level erreichen. Ne? Wir wollen mindestens 2 Level, habe ich gesagt. Und bisher haben wir erst 1 gemacht. Nicht mal 1 gemacht. Wir sind hier immer noch im ersten Level drin. Das war angenehm. Bisher ist es eigentlich auch ziemlich einfach, ja. Autsch. Es ist vielleicht auch nie vom Vorteil, dass ich mich treffen lasse, als wenn ich sagen würde, wegen ich. Mir wird gar keine Energie abgezogen. Ich bin immer nicht unverwundbar. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle mal zu bemerken. Also, zu erwähnen. Aber. Wir sollten es trotzdem mal in Erwägung ziehen. So. Dann sind wir wieder hier. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh mein Gott, das Ding geht noch einmal dahin. Aber dann ist kein Problem. Oh, gut. Sind wir wieder hier. Oh mein Gott, das war knapp. Ich habe schon alle Puzzleteile. Das riskiere ich nicht. Ich muss es riskieren, ne? Ich glaube, ich muss es riskieren. Oh, mein fucking Gott. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Hi. Dixie, unser Geschenk. Aber Dixie geht einfach weg. Ja, ist mein Geschenk. Mein ganz alleiniges. Ja, lieber kriegt da was von ab. Puh, damit waren wir den nächsten Talisman oder den nächsten Splitter dieses komischen Artefaktringes da erhalten. Das ist gut. Das ist echt gut. Puh. Ich würde sagen, Artefakt erhalten, raus aus der Welt, ab in die nächste Welt. Und ich spüre, und ich will es gar nicht spüren, aber ich spüre ein krasses Unterwasserlevel. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Walzenwahnsinn. Oh, bitte kein Unterwasserlevel. Bitte alles, nur kein Unterwasserlevel. Es ist so viel Potenzial dafür im Unterwasserlevel, aber na, nein, bitte nicht. Ich hoffe es mal gerade, aber es sieht nicht so aus. Ach du heilige Kacke, das ist nicht dein Ernst, oder? Gut, ich mach's jetzt einfach mal so. Ja, ein bisschen Energie. Weil ich zugeben muss. Und jetzt, ohne dass ich irgendwie auf den falschen Fuß trete oder so, ne? Aber das ist viel angenehmer wieder. Ich weiß nicht, ob da links was ist, aber die Kamera rückt doch immer näher, ne? Ja, wobei, das zu erraten, wo kommen jetzt lustige Plattformen raus, ist ein bisschen gemein, aber kein Problem. Ah, nee, das ist kein Problem. Gut, wir wollen auf die untere Plattform. Die obere nutzen uns eigentlich nur, hier wieder hochzukommen. Nein. Doppel-Nein. Triple-Nein. Puzzleteil Nummer 1. Okay. Wow. Yo! Ja? Ebenso. Dass es geklappt hat. So, da kommt so eine Biene. Ja, natürlich trifft die Schweinebacke mich.
So, jetzt sind wir wieder ganz unten, toll. Oh, wir müssen aufpassen. In der Mitte geht's in den Abgrund. Wenn wir da reinfallen, ist nicht gut. Es ist kein Puzzleteil, hier alle Bananen einzusammeln. Da bin ich sehr freundlich. Oh, was? Okay. 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 Das wohl. Beeilung! Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Tut mir leid, ich beeil mich ja schon. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich bin auch unterwegs nach oben. Tut mir leid. Okay, ich bin nicht mehr unterwegs nach oben. Ich bin in die Lava rein und verbrannt. Ohne Dixie. Ohne Dixie, natürlich. Ich muss zugeben, das wird zwar nicht angenehmer dadurch, aber einen Vorteil haben wir dann doch schon. Und zwar, dass wir alle Puzzleteile haben. Ja, das ist ein krasser Vorteil, den wir uns hier gönnen. Was? Du Drecksack. Wie hast du mich denn noch getroffen? Deinen komischen Hörnern. Oh, das ist nicht angenehm. Der Typ könnte ein bisschen problematisch werden. Puzzleteil, das wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh ja. Oh ja, da war ja was. Die Freunde möchte ich nicht treffen. Treffen mich die ganzen Puzzleteile, ist das Problem. Ich will gerade aber nichts sagen, aber das Level ist verdammt kurz bisher. Wenn man Gas gibt und irgendwo hängen bleibt, wo man gar nicht hängen bleiben dürfte, aber gut. Und nach oben wieder mal. So, ein bisschen abkürzen und warten wir auf die Plattform. Das Schema gefällt mir aber. Das ist ein cooles Schema. So, das ist, glaube ich, das größte Problem hier an der Ecke. Der kleine Typ hier, der dich schlagen will. Also mich in dem Fall. Aber auch für andere Spieler. Da macht er keinen Erbarmen. Okay. Okay, das hat irgendwie geklappt. Bin ich jetzt zufrieden. Ey, das ist so ein ekelhaftes... Das ist eine ganz ekelhafte... Das trifft in vielen Videospielen einfach zu, ne? Wenn man auf einer Plattform steht und von unten kommt ein Gegner hoch, wird man einfach getroffen. Das ist nicht nur hier so, das ist in vielen Videospielen so. Und das ist echt schlimm, ne? Nach dem Prinzip, ich komme aus der Plattform raus, jetzt bin ich böse. Aber wenn ich nicht aus der Plattform rauskommen würde, hätte es mich getötet. Falls ihr versteht, was ich meine. Das Problem kenne ich aus vielen Spielen, wie zum Beispiel allein, wenn ich mal an Super Mario World denke, da gibt es das Problem auch. Mit vielen Hacks, ne? Da kommt eine Sache von unten, die man eigentlich so töten könnte. Aber nein, kommt halt durch die Plattform durch, also tötet es sich. Von da aus gesehen, ja, toll. Aber bisher geht's eigentlich. Ja, das war jetzt viel angenehmer. Man kriegt echt keinen Bonus dafür, dass man alle Bananen da eingesammelt hat, ne? So. Aua. Ah ja, genau, hier bin ich ja vorhin gestorben. Und ich sterbe schon wieder, weil da keine Plattform kam. Ah nee, ihr Kalle, ihr seid so schlimm. Vorhin
Stellt euch das mal vor, ja? Ihr seht hier so ein Level, ne? Und dann auf einmal wird hier alles aus Lava gemacht. Das ist urplötzlich, ja? Ohne irgendwelchen Sinn und Zweck, aber hier ist Hauptsache Lava. So, aber theoretisch ist das Level ja so gesehen kein Problem. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn ich mal richtig spielen würde, wäre das kein Problem. So, dann kommt wieder die Passage. Hier ist auch eigentlich nur gesagt, dass man halt richtig springen muss, ne? Das ist ein böses Level. Darauf habe ich keinen Nerv. Doch ich muss es tun. Es ist immer wieder cool. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das hat mich jetzt gerade überfordert. Ich dachte, das schießt mich ganz nach oben. Hui. Also die K-Level, die zeigen echt, was sie in sich haben. Also die K-Level sind nicht mal so einfach, wie ich dachte. Also ich muss zugeben, in Donkey Kong Country Returns waren sie ziemlich einfacher. Aber es ist auch gut so. K-Level soll nicht umsonst die schwersten Level sein in dem Spiel. Habe ich schon alle Puzzleteile? Mir fehlt immer noch ein Puzzleteil. Ich hoffe, das kommt. So, Flüchtigkeitsfehler dürfen auch mal passieren. Müssen auch mal passieren. Ich bin froh, dass mir sowas passiert, anstatt dass es mir irgendwann später mal passiert. Ich glaube, ich da ein bisschen peinlicher, ne? Eher noch das Gefühl, nicht Lust, dass da links irgendwas versteckt ist, aber da ist wohl nichts. Okay, und natürlich noch ein böser Fehler, der mir bisher nicht passiert ist, aber jetzt passiert er auf einmal. Das Spiel werfen den Part in Länge ziehen, das weißt du von wegen, hey, es wird gerade aufgenommen. Das ist eine Produktunterstützung und am Ende ziehen wir eher das Geld ein, weil wir sind von Nintendo. Du Hurensohn, hast dich doch jetzt nicht gerade echt umgedreht, ne? Gibt's irgendwo ein Herz? Ich glaube, es gibt kein Herz, ne? Nö, alles, was mich jetzt berührt, tötet mich einfach mal. Ist natürlich echt angenehm. So, echt mal wieder weiter als hier gekommen. Das war mir in den zwei letzten Runs ja irgendwie nicht vergönnt. Und mir wird weiterhin nichts vergönnt. Warum? Was ist denn jetzt gerade hier los, dass ich nichts mehr auf die Reihe kriege? Ich verstehe es nicht. Ich hab's doch die ganze Zeit hingekriegt und jetzt auf einmal geht's nicht mehr? Ich hab mein Skill verloren. Die ganze Zeit hatte ich Skill und jetzt auf einmal ist er so urplötzlich weg. Willst das sein? Jetzt achten wir einfach mal wieder drauf, was hier passiert. Ja, der mit dem Doppelfisch. Die sind immer noch die coolsten Gegner irgendwie. Und ab nach oben. Hä? Wo hat er mich denn getroffen jetzt? Oh Mann! So. Oh Gott, hatte ich gerade Angst. Oh mein Gott, das war's. Das war's. Das war viel zu früh gesprungen. Oh Gott, der Part ist schon 25 Minuten lang. Ich komme einfach aus dem Kader, wenn ich raus. Ich möchte das Level jetzt nicht verlassen wegen ganzen Puzzleteilen und so, aber
Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich es verlassen werde und mir einen Begleiter hole, weil irgendwie ist das wieder mit einem Begleiter echt angenehm. Von allein die Tatsache, dass man dann vier Herzen hat, ja? Aber ich gebe nicht auf. Halbzeit bei den K-Leveln haben wir geschafft. Ich möchte gerne auch die nächsten K-Level schaffen. So. Jetzt mal gucken, ob es wieder so eine Biene trifft, die uns gar nicht treffen dürfte. Nö, diesmal tut sie es nicht. Gut, ein bisschen Erholung. Oh mein Gott, das war knapp. Egal, den treffe ich nämlich gerne in Kauf. Nur hier aufpassen, hier muss ich schnell werden. Oh, wir sind schon fertig. Wie schön! Was heißt, wir sind schon fertig? Wir haben jetzt hier wieder mal schön 10 Minuten, 13 Minuten reingehängt und haben es das dann geschafft. Es war wenigstens kein Unterwasser-Level. Es war das ganze Gegenteil von Unterwasser-Level. Ja, ich merke es gerade. Ja. Die Level haben Schwierigkeit erhalten. Aber gut, das nächste Artefakt ist unser. Da geht es im nächsten Part nach Mameloop. In Mameloop gab es ja auch ein K-Level. Diesen wunderschönen. In dieser wunderschönen Welt, wo dann hier bei Plattform Patsche, was schon wieder so angenehm klingt, uns alles wieder begegnen wird. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und Masala Vista, Baby.